Man kann ja auch verschiedene Sachen zeigen, zum Beispiel auf Mitmenschen. Das macht man zwar nicht, aber Nena macht es hier. Man kann auch, wenn man will, auf einen Stamm von einer kranken, gefällten Tanne zeigen, so wie sie der Förster macht. Oder warum nicht auf ein leerstehendes Haus, wo man beim Spielen drin 46'000 Franken hat gefunden. Man kann auf ein Einschussloch im Auto zeigen nach der Verfolgungsjagd, so wie es hier die schwangere Frau macht. Sie hat im Kanton Luzern einen Posträuber in flagranti verwutscht und auf eigene Faust die Verfolgung aufgenommen. Ihr Mann hat nachher das Vorgehen überhaupt nicht gut geheissen, aber ja, so sei sie nun mal gewesen. Das hat mir kürzlich das Kind in ihrem Bauch am Telefon gesagt. Achtet bitte genau auf die Autonummern. Das Kind in ihrem Bauch ist jetzt in einer Chefetage von einem mittelgrossen Schweizer Unternehmen tätig und erfahrt die Nummern immer noch, die Nummern, die an diesem Auto gehangen, wo er drin ist gesessen, wo auf ihn ist geschossen worden. Weiter geht's mit der Zeigerei. Man kann auf sein Geburtshaus zeigen. Das macht hier der ehemalige Radrennprofi Ferdi Kübler in Marthalen, Kanton Zürich. Oder hey, warum nicht auf einen Dorfbrunnen?